Wir berichten Ihnen heute von einem Projekt, das in Kürze hier an der Unimedizin starten wird. Und zwar handelt es sich dabei um die UM-Patienten-App, die in den vergangenen Monaten unter anderem auf dem Healthcare Hackathon entwickelt wurde. Von einem Team aus Pflege, aus der Medizin und aus der IT. Hierfür ist ein erster echter Live-Betrieb geplant, und zwar im Rahmen eines zweiwöchigen Projektsprints, wo wir erste Erfahrungen sammeln möchten. Ziel des Projekts oder der UM-App ist beispielsweise, dass Patienten vor einem stationären Aufenthalt hier in der Klinik Dokumente bereits vorab in die Klinik einsenden können. Ja, weitere Ziele, die wir mit der UM-App umsetzen möchten für unsere Patienten, ist natürlich auch, dass wir das Projekt jetzt tatsächlich in die Realisierung bringen, also ins Rollout. Und da ist natürlich von entscheidendem Vorteil die Zusammenarbeit mit dem Aufnahme- und Pflegeteams der einzelnen Kliniken, federführend jetzt für dieses Jahr der Pilotkliniken natürlich. Und ein ganz wichtiges Ziel auch mit der UM-Patienten-App, mit dem Schwerpunkt digitale Pflegeanamnese, ist die Unterstützung davon für die gesetzlichen Forderungen fürs Entlastmanagement.